Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Party-Video. Ich habe ein paar Videos vorbereitet, da werden in der nächsten Zeit so 5 oder 6 Videos waren es, glaube ich, kommen. Wir fangen an mit The Ketchup Story. Da könnte ich jetzt 2 Videos draus machen, ist aber Quatsch, machen wir 1 Video. Und zwar die PS5 und die PS4-Version könnt dafür, ich glaube, 99 Cent kaufen. Kriegt beide Versionen und könnt dann natürlich in beiden Versionen Platin machen. So, zeige ich euch, wir starten erstmal. Ihr könnt erst die PS5-Version und dann die PS4-Version starten. Das ist die Hauptwährsprung. Wenn wir ein neues Spiel starten. Hier war das ein bisschen laut. Ich mache mal ein bisschen leiser für euch. So, sieht ein bisschen laut aus. Nee, braun. Wenn es dunkel ist, dann heißt es, das wird. Komme ich immer durcheinander bei dem Spiel. So, jetzt müssen wir einfach nur mal ein paar Mal X drücken. Tomaten pflanzen, pflanzen. Da gibt schon die erste Trophäe. Und einfach hier X-Button smashen bis zum Get-No. Mach erstmal so um die 80 oder mach mal 100 Tomaten pflanzen und dann müssen wir Upgrades kaufen. So, da haben wir jetzt 100. Dann Touchpad drücken. Dann gehen wir hier unten und kaufen erstmal das für 100. Achso, nee, wir müssen erstmal verkaufen. Entschuldigung, wir waren das. So, L1 drücken, R1 drücken. Und dann müssen wir jetzt erstmal ein paar herstellen. Dann machen wir mal 600 so in dem Dreh. So, dann drücken wir wieder Touchpad. Kaufen das erste Update. So, stellen Flaschen her. So, stopp. Dann wieder Touchpad. Ich habe nicht hier noch Money. So, jetzt können wir aber 5000. Ich unterstütze mal, ich mache mal mit, damit es schneller geht. Weil der pflanzt jetzt schon mittlerweile alleine. So, wieder Touch. Ach Quatsch. R1. So, machen wir hier nochmal, bis die 5000 haben, zack. Und dann kaufen wir das Update. So, stellen noch ein paar Kübel her. Gibt dann auch nochmal Trophäen und 6000, schon haben wir Platin. 7000. Wartet bis 8000 oder 10.000? Na gut, da war doch mehr. Mir war so 8000, aber. Jetzt müsste da war. Doch noch weiter. Jetzt haben wir Platin. Dann da rausgehen. Schließend. Und so schnell ist Platin. Ihr könnt auch hier sehen. Wir haben Platin. Können wir nochmal machen. Mit der PS5-Version. So, starten drücken. Jetzt einfach erstmal Pflanzen machen, damit wir halt Pflanzen kriegen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel zu viele Pflanzen gemacht habt und vergessen habt, Tomaten herzustellen in der Flasche, einfach nochmal neu starten und das einzelne Update dann kaufen. So. So, stellen wir jetzt erstmal normal Tomatenzeug her.
kaufen wir das erste Update. So. So, für 500. Hoppala. Da haben wir ein paar Flaschen hergestellt, seht ihr ja. Jetzt werden auch Tomatenpflanzen hergestellt, schon alleine von sich aus. So, dann können wir das Update für 1000 kaufen. So, da gibt es dann natürlich mehr Geld für. Das sind die Bottles, die wir herstellen müssen. So, dann unterstütze ich das jetzt mal. Wir machen drücken einfach mal hier mit X weiter. Dass wir so ein bisschen Vorlauf haben. Mal so 50, 60 Stück oder so. Wird ja wieder selber produziert. So, R1. Was kostet das? 5000. So, Update kaufen. Jetzt einfach hier weiter die Bottiche verkaufen, bis wir wieder auf genug Geld kommen. So, wir mit unterstützen. Und Platin. So schnell wartet. 18 Trophäen. Alle Trophäen erreicht. Und oben nochmal Trophäenvergleich mal. Trophäen angucken. Ihr seht da, wir haben 2 Platin gemacht. Und das in der kurzen Zeit hier, was haben wir? 7 Minuten. 2x Platin, ihr braucht halt nur ein Spiel bezahlen. Das zweite bekommt ihr dann halt gratis dazu. Also die PS5-Version und könnt dann halt in jedem Platin machen. Ist doch super. So, das soll es dann auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ahoi. Euer Odin.